Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Wir sind jetzt im zweiten DLC mittlerweile angekommen, nämlich in Sucher schlechter Überlebender, also eigentlich Seeker Slayer Survivor auf Englisch, was irgendwie ein bisschen passender ist. Schade, dass sie die. Also die DLC-Namen hätten sie nicht unbedingt eindeutschen müssen für mich. Und ja, da haben wir noch die ganzen Quests der anderen Fraktionen. Wir haben keine Nebenquests mehr und keine Aufgaben mehr. Bestie des Winters haben wir auch komplett abgeschlossen. Ja, mal gucken. Wir verlassen erstmal diesen Dschungelteil, in dem wir freundlich von wilden Kriegern begrüßt wurden. So, lädst du fertig? Scheinbar nicht. Ja, er hat fertig geladen. Okay, wir können jetzt an verschiedene Orte reisen. Können wir auch an Orten vorbeireisen? Ja, hier ist die Arena. Schiffszwieback, den brauchen wir ja unbedingt. Ja. Hier drüben kommen wir doch nicht hin, nö. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie entweder hier über die Tiefen oder über den Rücken auf die andere Seite. Yay, Wasser. Rücken oder Tiefen? Nehmen wir mal den Rücken. Der Dschungel öffnet sich und ein steiler Hügel ragt vor dir empor. Die miteinander konkurrierenden Lieder der Vögel und Insekten erfüllen die Luft. Die schwachen Spuren eines Pfades winden sich durch das hohe Gras hin zu einer schattenspendenden Konstruktion darüber. Ein großer roter Stein liegt im Kreis, im Gras. In seiner Oberfläche sind verzwirbelte Muster eingraviert. In der Mitte der ansonsten festen Platte befindet sich ein Loch, die aus ihr eine Art Ring macht. Am Rand deiner Sicht schimmert Mutaos verschwommene Form. Oh, ein Prüfstein. Auf der Spitze des Hügels findest du einen Eingang zum Schmelztiegel. Der Stein wird den Weg freigeben. Du wirst ihn allerdings den Hügel hinauftragen müssen, deshalb nennt man ihn schließlich Prüfstein. Weil er unheimlich schwer ist und da ist ein Hügel und der Geist grinst seinen spektralen Kopf. Wenn es dir gelingt, ihn zum Gipfel des Hügels zu befördern, hast du dir damit das Recht erkämpft, dich dem Übergangsritus zu stellen. Den Stein den Berg hinaufzuschieben wirkt nicht wie eine erfreuliche Aufgabe. Ein Ende eines Seils um den Felsen binden. Den Hügel hinaufschieben. Den Felsen liegen lassen und den Hügel hinaufklettern, weggehen. Mit dem Prüfstein weggehen? Haben wir hier jetzt im Inventar? Ja, Tatsache. Großer gravierter Fels. Dieser massive Steinrad wäre so gut wie unbeweglich, wäre die Außenkante nicht glatt genug, um über eine Oberfläche zu rollen. Es ist eine schreckliche Aufgabe, es herumzutragen, jedoch eine, die eine deftige Übungsdosis bietet. Okay. Das wäre der Rücken. Was sagen die Tiefen?
Der Dschungel öffnet sich zu einer kleinen Lichtung, die Bäume überragen den Boden und tauchen diesen Ort in kühlen grünen Schatten. Ein Podium aus Stein, das durch Wurzeln zerbrochen und mit Moos und Schmutz überzogen ist, dominiert die Lichtung. Zwei abgesetzte Statuen kauernde Dschungelkatzen, denen die Augen, Ohren und in einem Fall eine Tatze fehlen, flankieren einen Brunnen aus Stein. Maus, leise Stimme hörst du doch gerade ebenso. Dieser Brunnen bezieht Wasser von unterhalb des Schmelztieges. Er sollte Einlass gewähren für die Vorsichtigen. Die Statuen identifizieren Xoti mit Religion oder Geschichte? Geschichte. Sie sehen wie Jaguar raus und sind in dem etwas abstrakten Stil der Hoada wiedergegeben. Die Markierungen entlang der Flanken und Wangen deuten darauf hin, dass es heilige Tiere, Geister des Dschungels sein könnten. Wachen dieser Quelle vielleicht. Nach Fallen suchen. Nach Fallen suchen. Nach Fallen suchen. Keiner hat hier wirklich genug. Nö. Den Boden untersuchen. Der Boden ist kaum einen Meter Durchmesser. Der Mörtel an den Seiten ist zerbrochen und grau, wenn er nicht komplett fehlt. Ein paar Felsen sind zerfallen oder wurden entfernt. Du hörst das Geräusch vom fließenden Wasser aus der Tiefe heraushallen. Hineinsehen. Ein Strom fließt ganz weit unten. Ein schwacher, weißglühender Schimmel leuchtet entlang des zylindrischen Inneren des Brunnens. Auch wenn ein Hinterhaken sicher am Brunnen befestigt werden kann, scheint die Stabilität des Gebildes nicht intakt zu sein und du bist nicht sicher, dass du mit deinem längsten Seil bis zum Boden gelangst. Ein Seil an die Katzenstatue festbinden. Ein Hinterhaken an der Seite des Brunnen befestigen. Den Brunnen herabklettern. Den Prüfstein an jemand anderes weitergeben. Den Prüfstein den Boden hinabwerfen. Zurückweichen. Du bringst eine gewisse Distanz zwischen dich und dem Brunnen. Weggehen, okay. Wir haben gespeichert. Ja, den Brunnen untersuchen, hineinsehen. Lalala, Prüfstein in den Brunnen werfen. Keuchend hebst du den Prüfstein auf die Brunnenwand und lehnst dich dann dagegen, sodass die Schwerkraft den Rest erledigt. Mit einer Reihe widerhallender Kracher stürzt der Stein den Brunnenschacht hinunter, prallt er den Wänden ab, dreht sich, zerbricht und fällt schließlich in mehreren Teilen das Wasser darunter. Großer gravierter Fels verloren. Am Rande der Sicht sagt Muato in sich zusammen. Das war ein unbezahlbares Relikt, Hagrim. Er schüttelt traurig den Kopf. So den Blinzelt. So kann man es auch machen, schätze ich. Ich bin nicht sicher, was du erwartet hast, Captain. Seraphim kratzt sich am Hinterkopf. Das ist qualvoll, Adolf zuckt zusammen. Verdammt nochmal, Wächter, hast du noch nie was von einem dezenten Auftritt gehört? Zurückweichen. Weggehen. Laden. Einfach nur für den Lacher im Moment war das sehr toll. Zum Glück spiele ich das Spiel nicht streng rollenspielmäßig. Dass ich mit beiden Konsequenzen immer lebe. Sonst würde mich niemals solche Sachen herausfinden. Also ich wollte einfach mal aus Neugier sehen, was passiert, wenn man den Prüfstein da reinschmeißt. Aber nein, wir tragen ihn, wie sich's gehört, da hoch. Ja, deine Hände fühlen sich rau und trocken an, weil du den Prüfstein über die Insel geschoben hast. Den Felsen den Hügel hinaufschieben, das darf... Ja, Konstantin. Mit einem Grunzen rollt Konstantin den Stein durch den Hügel hoch und ignoriert den Pfad durch das Gras zugunsten einer geraden Linie. Mit einem Schrei rollt Konstantin hinaus und kann gerade noch verhindern, dass der Stein zurückrollt. Die Situation scheint ernst. Konstantin helfen. Du schießt an Konstantins Seite und wirfst dich mit deiner Schulter voran gegen den Stein. Teilerfolg. Selbst eure vereinte Kraft reicht angesichts des Gewichts des Prüfsteins sich aus und ihr springt beide zur Seite, als der Stein zurück an den Fuß des Hügels rollt. Ja. Meine Macht ist höher als Konstantins?
Nein, nicht ganz. Okay, nehmen wir eine Zeit. Du befestigst den Enterhaken in der Mitte des Prüfsteins und hakst ihn damit an das Seil, bevor du es festziehst. Du hast den Gegenstand versorgt, Seil und Enterhaken. Geh mal mit dem anderen Ende des Seils hinaufschicken. Konstantin. Mit einem stillblickenden Konstantin das andere Ende des Seils und klettert den Hang hinauf. Konstantin sagt, den Stein nach oben zu ziehen. Konstantin bietet dir einen Salut und verschwindet. Das Seil strafft sich. Fehlschlag. Jawohl, der Stein bewegt sich kaum. Nach ungefähr einer Minute erscheint Konstantin mittlerweile ziemlich müde auf dem Gipfel des Hügels und schüttelt traurig den Kopf. Du blickst hoch zu dem abschreckenden Hügel und nimmst dir einen Moment Zeit, deine Option zu überdenken. Konstantin zurück nach unten rufen. Wir haben niemanden mit genug Macht, oder? Macht 15, Macht 12, Macht 14 hilft sowieso nicht wirklich. In Betracht ziehen, das Seil zu benutzen. Seraphim wird auch nicht helfen können. Fest liegen lassen. Der Weg den Hügel hoch scheint selbst ohne den Prüfstein anstrengend zu sein, und dass du dich dem Gipfel näherst, brennen die Muskeln deiner Beine. Du triffst in den Schatten eines kleinen zerfallenen Plaza, der Boden anzeigt, ihres Alters aufweist und von den Wurzeln der Bäume hochgedrückt wurde, die Rampen dieses Ortes stehen. Ein Moosteppich ist in diesen Rissen gewachsen und hat sich über den Schmutz ausgebreitet, wie Blut, das aus einer Wunde fließt. Antike Steinsäulen, von denen jede mit mittlerweile so sehr verblichenen und dadurch unlieferbaren Routen bedeckt ist, kennzeichnen die Ecken der Plaza. Einige sind umgestürzt, andere leben nun an nahen Bäumen und alle sind von Kletterpflanzen umrankt. Vor dir hebt sich eine massive Tür aus Stein. Davor befindet sich ein leicht erhöhter Sockel. Ja, da muss der Prüfstein drauf. Den Sockel untersuchen. Mit einer ungefähren Größe von einem Meter ist der Sockel nur wenig größer als eine besonders gut gewachsene Melone. Sowohl was das Material wie auch die Konstruktion angeht, erinnert dich der Sockel an den Prüfstein. Er weist sogar ähnliche Markierungen auf. Am Fuß des Sockels gibt es eine kleine Lücke, als ob es sich tiefer unten der Oberfläche des Plazas ausbreiten würde. Tür untersuchen. Religion, okay. Soti. Die Tür scheint im Stein selbst eingelassen zu sein und du findest keinerlei Mechanismen, um sie zu öffnen. Das in die Tür gehauene Relief, das du bei näherer Betrachtung entdeckst, stellt die hässlichen zähnefletschenden Gesichter dreier Tiere dar. Spinne, Keiler und der gefürchtete Stelgier. Eine Wildkatze mit säbelzahnartigen Hauern. Ja, die kennen wir doch schon. Diese Kreaturen gelten als heilig und sind Tomovai, dem Huada-Gott der Jagd, geweiht. Ist das wieder unser guter Gallerain? Den Sockel hinunterdrücken. Jetzt kommen wir. Das bringt auch nicht viel. Da fehlt auch wieder immer noch ein bisschen Puste. Trotz des Gewichts, das auf ihn drückt, bewegt sich der Sockel nicht im geringsten. Okay, den Berg wieder hinuntergehen. Den Felsen den Hügel hinaufschieben. Seraphim. Nein, klappt er nicht. Seraphim helfen. Wieder nur Teilerfolg. Wir bräuchten mehr Macht. Weggehen. Okay. Laden wir doch mal unser Quicksave. Ich würde nämlich jetzt ungern meinen Seil verschwendet haben, weil wir kriegen den Prüfstein einfach nicht nach da oben. Und so wie es aussieht, sind wir auch nicht schlau genug, zwei Leute den Berg hochzuschicken, um zusammenzuziehen. Meine Seraphim und, wie heißt er nochmal? Konstantin. Sollten zu zweit eigentlich stark genug sein. Na gut, dann nehmen wir den Brunnenweg. Den Brunnen untersuchen, hineinsehen.
Ein Seil an der Katzenstatue festbinden. Du bist es das Seil um den Hals der Katzenstatue. Jetzt sieht deinem Halsband nicht unähnlich. Ein hartes Ziehen enthüllt, dass die Statue sich nicht bewegen wird. Und du lässt das Seil in die Dunkelheit des Brunnens hinab. Ja, das Seil hinabklettern. Die Masse des Prüfsteines ist auf deinem Rücken gebunden und du kletterst vorsichtig über den Brunnen. Rand und steigst in die Dunkelheit hinab. Deine Arme, Beine und Schultern zittern und stemmen sich gegen die Masse. Das Seil beißt in deine Hände. Du müsst dich aber versuchst verzweifelt, dich festzuhalten. Dein Griff lässt nach, als sich Schweißtropfen auf deiner Stirn bilden. Flatsch, ich bin tot.